Dirigent Justus Franz, 80, liebt seinen 27-jährigen Manager. Justus Franz, 80, hat seine bessere Hälfte gefunden. Im Interview mit Bunte plauderte der Star-Dirigent aus dem Nähkästchen und hat dabei verraten, dass sein Herz seinem 53 Jahre jüngeren Manager Sebastian Kunzler gehört. Die beiden seien sich auf Justus' Finca auf Gran Canaria näher gekommen. Ich habe mich entschieden, transparent über dieses Thema zu sprechen, erzählte der Musiker und fügte hinzu, unsere Liebe ist einfach spontan passiert. Die beiden seien dort gewesen, um eine Stiftung für Kulturschaffende zu gründen. Bei einem begeisterten Austausch an einem Abend entdeckten wir viele Gemeinsamkeiten, erinnerte sich Justus. Sebastian habe seinen Vorgesetzten damals spüren lassen, dass eine tiefe Verbindung zwischen ihnen möglich sei. Nach einigen Tagen auf meiner Finca haben wir uns umarmt und ein einzigartiges und schönes Gefühl wahrgenommen, gab Justus preis. Der große Altersunterschied scheint bei dem etwas unkonventionellen Paar kein Problem darzustellen, immerhin fühle sich der 80-Jährige deutlich jünger. Vielleicht 60, merkte er in Bezug auf sein Alter an und erklärte auch, woran das liege, die Arbeit hält mich jung, ein Musiker hat ja nie frei. Aber diese Arbeit habe ich nie als Arbeit empfunden. Musik ist mein Jungbrunnen. Ab November begibt sich der Gründer des Schleswig-Holstein Musikfestivals noch ein letztes Mal auf große Tour. Aufgrund einiger gesundheitlicher Rückschläge bestätigte Justus vor wenigen Tagen gegenüber Bild, dass er seine Karriere nach der anstehenden Comeback-Philharmonie der Nationen-Tournee beenden wird. Ich habe mich entschlossen, mich mit der Tournee von meiner Familie, meinen Freunden und Fans zu verabschieden, machte Justus in dem Gespräch deutlich.